Zusammenfassend kann ich sagen, wir versuchen vor irgendeinem Eingriff möglichst viel Information zusammenzutragen für diesen Krebstyp, sprechen mit der Frau über die Situation, wie sie das sieht, und dann wählen wir die für sie geeignete Methode der Operation oder Chemotherapie oder und Radiotherapie. Das erste Modul ist die Brust selber. In der Brust wollen wir durch die Therapie, meistens die Operation, maximale Tumorfreiheit gewinnen. Das zweite Modul oder Kompartiment ist die Achselhöhle. Wir wissen nämlich, dass befallene Lymphknoten der wichtigste prognostische Faktor ist für die Erkrankung. In der Achselhöhle wollen wir nur wissen, ist die Achselhöhle befallen oder ist sie nicht befallen und wie sehr ist sie befallen. Das dritte Modul ist der ganze Körper. Ist er metastasiert? Haben wir im Körper irgendwelche Hinweise für Ableger? Da ich Brustkrebs hatte, hat man sofort versucht, noch die Pförtnerdrüse rauszunehmen. Und die war noch sauber. Und das war das Glück, wenn man sofort reagiert, dass somit wurden nicht sieben oder weiß ich wie viele Lymphdrüsen mussten nicht entfernt werden. Man muss deswegen die Brust noch nachbestrahlen, weil man eigentlich nie genau sagen kann, ob sich nicht noch mikroskopisch kleine Zellen in der Restbrust verstecken. Normalerweise wird eine Nachbestrahlung der Brust an großen Apparaturen gemacht, sogenannten Linearbeschleunigern. Und man muss natürlich eine genaue Planung machen vor der Bestrahlung. In der Regel werden dann auch kleinere Portionen pro Tag gegeben. Es wird die ganze Brust nachbestrahlt für circa 5 Wochen. Und dann wird anschließend noch eine lokalisierte Bestrahlung gemacht, dort, wo der Chirurge den Knoten entfernt hat. Die intraoperative Bestrahlung funktioniert so, dass zuerst der Chirurge natürlich den bösartigen Tumor entfernt. Das, was übrig bleibt, ist eine Wundhöhle. Und das Ziel der Bestrahlung ist, an und für sich die Ränder dieser Wundhöhle zu bestrahlen. Und das funktioniert so, dass man an und für sich dieses Gerät im Operationssaal verwendet. Das ist eine Röntgenröhre, mit der man eine Oberflächentherapie machen kann. Das heißt, es werden Elektronen erzeugt, die dann auf eine Goldfolie treffen. Und hier im Bereich der Spitze wird dann die Strahlung abgegeben, und zwar kugelig. Und wie gesagt, je nach Größe der Wundhöhle wird dann der entsprechende Applikator gewählt, übergestülpt, in die Wundhöhle eingefügt, und dann kann man die Bestrahlung applizieren. Das dauert je nach Applikatordurchmesser so circa 20 bis 30 Minuten. Wie gesagt, es gibt Studien diesbezüglich, und erste Auswertungen haben ergeben, dass die Ergebnisse exzellent sind. Das heißt, Rückfallrate waren sehr gering und eigentlich sehr gut vergleichbar mit der herkömmlichen Bestrahlung, wo man aber normalerweise dann circa 6 Wochen zur Bestrahlung kommen muss. Kurz gesagt, man will die Brust auch im Krebsfall möglichst schön operieren. Dazu verwendet man Techniken aus der plastischen Chirurgie. Beim Aufbau unterscheiden wir zwischen primärem Aufbau und sekundärem Aufbau. Das heißt, Aufbau, während man die Brust entfernt, gleich wieder aufbaut oder dann Monate, Jahre später nach Chemotherapie oder nach einer Beruhigungsphase für die Patientin, wenn sie dazu bereit ist. Ein Grund, warum wir auch eher für den sekundären Brustaufbau plädieren, sind wiederum die vielen Entscheidungsmöglichkeiten. Handelt es sich um einen Eingriff einseitig oder beidseitig? Möchte die Patientin Eigengewebe, Prothesen verwenden? Wie sieht die Gegenseite aus? Die muss unter Umständen angepasst werden. Also wir haben auch hier wieder viele, viele Möglichkeiten, die zusammen mit der Krebsdiagnose meiner Meinung nach häufig zu einer Überforderung führt.